wir sind jetzt, also wir heißt Chrissy und ich, ich werde heute mal gefilmt, sind jetzt gerade auf dem Weg in die Mercedes-Benz-Niederlassung hier in Leipzig und holen mein neues Auto ab. Ich habe gesagt, ich mache euch ein Video drüber. Jetzt gibt es ein neues Auto. Nach über einem Jahr wird es endlich mal Zeit. Nein, Spaß. Ja, gibt es jetzt ein neues Auto. CLA 45 Shooting Brake gebe ich ab. Und ihr seht jetzt gleich, welches ich kriege. Ich freue mich. Mein C63 Coupé. Ich habe also jetzt mein C63 Coupé abgeholt. 476 PS. Geil. Warum habe ich mir keine S-Variante geholt? Ganz einfach, aus dem Grund, ich brauche es nicht. Ich brauche keine C63 S-Variante, weil ich bin mit dem Auto nicht auf einer Rennstrecke unterwegs oder ich fahre nicht irgendwie so sportlich jetzt da unterwegs. Ich habe ja im letzten Video gesagt, ich fahre knapp 55.000 Kilometer im Jahr und dann reicht mir voll und ganz die normale Variante. Sitzen auch mit den gelben Nähten und also Edition One ist das. Ich habe aber die gelben Streifen draußen weggelassen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also der Erkennungswert ist dann schon ziemlich krass und ich wohne ja im Osten so ein bisschen ländlich eher. Deswegen da muss ich nicht unbedingt so auffallen. Und ja, ansonsten habe ich das Grau Matt mir geholt. Das heißt also Salonitgrau Magno, wie es so schön heißt. Das ist die Farbe von dem Auto, ist total cool, also ich finde die beste Farbe, die man sich eigentlich holen kann für das Auto. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder rundherum. Wieder beim Schneiden. Ich habe irgendwie das Ende von meinem Video vergessen, aber ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen vom C63 Coupé. Jetzt wisst ihr auch, was ich für ein Auto habe. Und ja, wenn euch die Bilder gefallen haben, einfach einen Daumen nach oben geben, würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten freut euch einfach aufs nächste Video. Bis dann!